Frauen rein. Aha. Also aber ich sehe schon, so, dass hier, hier ist, ja, hier war mal ein richtiger Weg. Ne? Hier konnte man mal lang fahren ohne Probleme. Hier sieht es ja aus wie. Ja. Krass, ja. Aber hier also hier rechts meinst du lang, oder ja, was? Ich glaube, hier kommst du nicht durch. Hier, hinter dem Gebüsch lang? Da kommst du nicht durch. Ich guck das mal ist da. Ja alles komplett anders, ne, kannst du vergessen. Ich guck da mal gerade rein. Ihr seht, wie es hier aussieht. Guck dir das mal an. Nee, vergiss es, Markus, vergiss es. Ein bisschen runtergewachsen hier alles, ne? Ist das nur das Stück hier, oder was? Nee, das kannst du vergessen, Markus, da kommst du nicht durch. Also ich komme hier durch, aber die Frage ist, was kommt da nach dem Bogen? Sonst müssen wir da hinten hochfahren. Aber da weiß ich nicht, wie eng das von den Autos her ist. Ich versuche mal hier. Aber ich weiß auch nicht, wo du jetzt hier rauskommst, wenn ich ehrlich bin. Hier liegt ja auch noch alles voll. Ich glaube, das sollten wir lassen. Da vorne steht auch ein Haus. Okay. Nee, wir haben uns gerade in Ehningen ein bisschen verfahren. Aber ich fahre mal ein Stück vor. Ja. Also falls guck mal jetzt, hier, was hier noch alles am Müll liegt. Ja, falls die Krakenleute zuschauen, wir suchen gerade einen Weg zu euch. Naja, hier haben wir auf jeden Fall mal auch mal hingekommen. Das war hier auch aufräumen. Also wir haben gerade sehr persönliches Gespräch noch geführt und ich hatte ja gefragt, ob wir da in die Richtung noch mal so ein bisschen reden können. Ja. Und es ist wirklich eine ganz heftige Geschichte, die aber vielleicht anderen Menschen ein bisschen helfen kann. Ja. Und du lässt dir ja auch helfen, ne, hast genau, du gesagt? Genau, also ich arbeite ja im Krankenhaus und wir haben natürlich auch von unserem Haus Seelsorger gestellt bekommen, wo wir hingehen dürfen und auch können. Und die Hilfe habe ich natürlich in Anspruch genommen, weil ich meine Oma in den Fluten verloren habe. Und in der Nacht wollte ich noch zu meiner Oma kommen, aber ich bin quasi in Weipotsheim nur noch bis, oder in Ahrweiler nur noch bis zur Römervilla gekommen, weil das Wasser schon da stand. Bin dann am Arm festgehalten worden mit den Worten, wenn sie da jetzt lang gehen, dann werden sie sterben, weil da alles kommt. Und ich habe dann gesagt, wenn ich nicht dahin gehe, dann stirbt meine Oma. Und dann wurde ich quasi wieder nach Hause geschickt, bin dann auch zurückgefahren und am nächsten Morgen, ich glaube, da müssen wir jetzt hier rein, aber ich weiß nicht, kommst du an dem Auto da vorbei? Ja. Oder dem da ist aber auch abgesperrt. Das kann doch alles nicht wahr sein. Wo soll man denn jetzt hier langfahren? Vielleicht fragen wir mal die Frau da. Jetzt mache ich die Absperrung weg, das ist egal. Ja. Wir sind ja hier flexibel, ein bisschen wie im Wilden Westen. Hier komme ich die Kurve rum. Ja. Hier komme ich auch vorbei, das ist kein Problem. Na, da kommen wir nicht durch, da ist nämlich das Pflaster aufgerissen auch. Ja, ich guck mal. Ja, auf jeden Fall bin ich dann zurückgefahren. Am nächsten Morgen hat der Nachbar die Tür aufgebrochen und mein Vater ist dann auch direkt nach Hause quasi gefahren. Und dann haben wir meine Oma im Wohnzimmer, da hatte sie ihr Pflegebett und alles. Haben wir sie tot aufgefunden und kommen wir da durch, Markus? Dann ist das jetzt schwierig. Wo fahren wir jetzt lang? Dann kommen wir nicht an die andere Seite. Außer wir würden diesen einen Weg da hinten fahren in Halmersheim. Also hier ist alles weggespült, aber das ist nicht so tragisch. Ich komme hier wieder rückwärts irgendwie raus. Ist das doof. Aber ja. Sonst können wir nur noch unten hinfahren, anders geht's jetzt nicht mehr, weil von hier kommen wir nicht mehr da hinten dran jetzt. Ja. Das hier wäre der einzige Weg gewesen, den man quasi hätte fahren können. Also das ist das Problem, weil das ist ja eigentlich für mich kein Problem, aber das, was du erzählt hast, deshalb habe ich gerade ein bisschen gepennt, aber das ist schon krass mit deiner Oma, also alles. Das. Ja, auf jeden Fall hat man sie dann gefunden, weil das Wasser ist halt innerhalb von Sekunden so schnell da reingeströmt und hat dann das Bücherregal vor die Tür gekippt und meine Oma hat auch noch kurz vor eins einen Notruf abgesetzt. Ja, und das sind halt Bilder. Selbst wenn man nicht persönlich in diesem Haus zu dem Moment war, sind das Bilder, die man nie wieder aus dem Kopf bekommt und die einen prägen. Und ja, deswegen kann ich nur wirklich jedem raten, dass er sich Hilfe holt, damit man irgendwie damit umgehen kann. Und das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss, weil wir können alle nichts dafür, dass das passiert ist. Ja. Und der Seelsorger hat zu mir einen schönen Satz gesagt,
Und vielleicht hilft das auch jedem, der hier wohnt und der das jeden Tag sich ansehen muss. Seht die kleinen Schritte. Und wenn ihr die ganzen kleinen Schritte zusammentut, habt ihr ein großes. Und wenn ihr sowas erlebt habt, ihr werdet das niemals vergessen, aber ihr werdet das schaffen, wenn ihr euch Hilfe holt, damit umzugehen. Und ich konnte die ersten Wochen gar nicht darüber sprechen. Das war für mich, als würde man mir mein Herz rausreißen. Und mit der Zeit habe ich aber gelernt, darüber zu sprechen. Und wenn man jemanden hat, der auch einem immer wieder Lösungen gibt, und das tun diese Leute, die einem Tipps geben, wie man damit umgehen kann, dann kriegt man das irgendwie hin. Und er hat einen Satz zu mir gesagt: Denk eins, deine Oma guckt immer auf dich runter und sieh sie als deinen Schutzengel, die jetzt immer bei dir ist. Und das war für mich so der Punkt, wo ich wusste, okay, sie ist jetzt da oben und sie guckt auf mich runter. Und sie hätte zu mir gesagt, wenn sie das alles miterleben müsste, hätte sie zu mir gesagt: Vanessa, wir haben schlimmere Dinge in unserem Leben überlebt. Und das kriegen wir auch wieder hin. Wir werden die Stadt und alles wieder so aufbauen, wie es war. Weil gerade das, muss ich sagen, ist bei den alten, älteren Leuten in den Köpfen drin, dass die wissen, dass man alles wieder hinkriegen kann, weil sie einfach einen Krieg mitgemacht haben. Ja. Und das müssen die älteren Menschen eben auch im Kopf bitte behalten. Ne? Es ist hier nicht zu Ende, es geht weiter, wir arbeiten dran. Und wir sind da, auch wir Jüngeren sind da und wir werden helfen und wir werden das Ding wieder aufgebaut bekommen und wir werden irgendwann, vielleicht nicht nächstes Jahr und auch vielleicht nicht übernächstes Jahr, aber irgendwann werden wir wieder all das Schöne genießen im Ahrtal und vielleicht auf Weinfesten alle zusammensitzen, jung und alt. Und ich glaube auch, dass diese Krise so stark zusammengeschweißt hat, alt und jung, dass wir daraus was ganz Großes aufbauen können. Dass wir jetzt nicht mehr an dem Punkt sind, wo die Eltern sagen, ach, das ist die Generation Handy. Nein, das sind wir eben nicht, weil wir jetzt nämlich helfen können. Wir sind die Generation Handy. Ja, genau. Ja. Ehemalige Weinkönigin von Alpertheim, 2011, 2012, genau. Super. Ja. Und ich zeige dir jetzt einen kleinen Zaubertrick, den aber hier nicht alle sehen sollen, weil ich mache jetzt was und dann geht's weiter. Okay. Ja? Ich schalte jetzt ab und bis später. Tschüss. Wow.